Zumindest haben sie jetzt eine spanische Website, Domain. So, hier haben wir unseren kleinen Mannequin, der das hier macht. Man kann sich anschauen, was kann man denn eigentlich dort machen. Und die ganzen Projektmanagement-Systeme sind eigentlich alle ähnlich aufgebaut. Das heißt, man hat irgendwie so einen Arbeitsbereich, kann seine Planung machen, seine Milestones definieren, Aufgaben festlegen und dann innerhalb von einem Team managen, wer macht eigentlich welche Aufgaben. Gut, wenn es jetzt meine eigene Bachelor-Thesis ist, muss immer alles ich machen, dummerweise, oder fast alles. Aber wenn man natürlich mit mehreren Leuten arbeitet, gerade die Informatiker, die haben die richtigen Projekte, die sie machen, das ist natürlich A und O, irgendwie damit zu arbeiten, mit so einem. Dann gibt es noch ein Repository, wo man Dinge hineinwerfen kann. Also das ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Und momentan gibt es bei denen eine Free-Version. Bezahlt man nichts, kann ein Projekt drauf tun. Viel Storage hat man nicht, aber zumindest kann man alles bearbeiten. Und für so einen überschaubaren Zeitraum, wie zum Beispiel ein Bachelor-Projekt, meine Güte, man hat halt 2 Monate und wenn danach die ihre Service wieder kostenpflichtig machen und so weiter und so fort, egal. Jetzt für die 2 Monate hat das gereicht. Ein anderes Angebot, was von Soho ist. Soho ist ein Anbieter, der ganz viele verschiedene Software-Dienste hat, die den Diensten von Google Apps im Grunde entsprechen. Da gehen wir auch mal eben rein. So, und Soho bietet im Grunde alle möglichen Anwendungen, die man sich so vorstellen kann, wie man früher auf dem Rechner gehabt hat, die kann man auch online benutzen. Und hier sieht man zum Beispiel Soho Sheet, das ist ein online Tabellenkalkulation, Writer ist eine Textverarbeitung, Show ist eine Präsentationssoftware und so weiter und so fort. Also man sieht hier, die haben viele verschiedene Dienste und dann haben die auch eins, der heißt, das heißt Soho Projects. Da sieht man schon One Project Free. Das heißt, ich kann hier auf Soho Projects gehen und habe dann auch hier wieder die Möglichkeit, mein Projekt zu managen. Gucken mal kurz hier, wie immer so eine schöne so, das ist ein typisches Beispiel beim Projektmanagement. Es gibt ja auch richtige Software dafür, wie zum Beispiel MS Project. Und das ist ein sogenannter Gantt-Chart. Ein Gantt-Chart zeigt einen an, verschiedene Tätigkeiten, Tasks in meinem Projekt in ihrer zeitlichen Abhängigkeit. Und hier wird halt gezeigt, wie jemand vorangekommen ist. Das ist insbesondere, wenn man jetzt natürlich komplexe Aufgaben hat, die voneinander abhängen und wo mehrere Gruppen beteiligt sind, natürlich sehr wichtig für das Management. Also wenn man sagt, die einen müssen den Fragebogen erstellen, die anderen müssen den Feldzugang erstellen und die Dritten müssen irgendwie noch, weiß ich, Erlaubnis einholen von der Schulbehörde etc., dann hat man halt irgendwie 3 verschiedene Aufgaben, die alle erledigt sein müssen, damit was weitergeht. Wen das richtig natürlich interessiert, Projektmanagement, das kann man alles bei meinem Kollegen Michael Gessler natürlich auch viel detaillierter nachlesen. Aber Soho ist also tatsächlich eine Möglichkeit, das zu machen und auch kostenlos.